Während über das Generationenkapital noch gesprochen wird, gibt es jetzt einen Gesetzesentwurf zur privaten Altersvorsorge. Ist das jetzt der Meilenstein für die private Altersvorsorge? Das bespreche ich mit Robert Halver von der Baader Bank. Schön, Sie hier in Frankfurt zu sehen. Ich grüße Sie, Herr Koch. Ja, die Regierung, angestoßen durch die FDP, hat jetzt also diese private Altersvorsorgeförderung angestoßen. Dieser Gesetzesentwurf wird jetzt besprochen und man will den Aktienmarkt eben mehr für die Altersvorsorge ins Depot bekommen. Das soll 2026 eingeführt werden. Ist das jetzt gut gemeint und auch möglichst gut umgesetzt nach jetzigem Stand? Es ist gut gemeint. Alles, was hilft, die Aktie mit in die Vermögensverwaltung, die Altersvorsorge reinzubringen, ist sehr sinnvoll. Das wissen wir beide, das wissen alle, die zuschauen. Wenn wir in den letzten Jahre, Jahrzehnte diese Möglichkeiten der Renditebildung genutzt hätten, dann würden wir heute keine Probleme haben. Okay, ist Vergangenheit. Aber jetzt geht es natürlich darum, wie ist denn die Umsetzung? Ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Es gibt ja die große Partei, die SPD in der Ampelkoalition, die wird sich auf die Konsolidierung der gesetzlichen Rente fokussieren. Und das kostet ja Geld mit Staatsanteilen. Und da wird man, glaube ich, so etwas, was sehr sinnvoll ist, definitiv nicht machen, leider. Man sollte es aber machen, aber nun gut, es wird sicherlich so nicht umgesetzt. Gucken wir auf so ein paar Details. Mindesteinzahlung 10 Euro im Monat, maximale Förderungssumme wären 250 Euro im Monat und dann gäbe es die Zulagen von 20% für Erwachsene und Sonderboni für Leute, die ein geringes Einkommen haben, von 200 Euro für Geringverdiener. Würde das denn helfen, um, sagen wir, vor allen Dingen vielleicht Altersarmut zu bekämpfen? Ja, es würde natürlich helfen, weil auch der Bann gebrochen wurde, dass Aktien Teufelszeug sind. Ja? Man wurde rangeführt, man hätte auch sehr viel Zeit, es soll bis 65 laufen, also wenn man jung ist. Für mich käme es dann etwas zu spät, aber für die große Bevölkerungsmehrheit, die hätte ja Möglichkeit, auch gerade die Jugend da noch was anzusparen und damit eben neben der gesetzlichen Rente vor allen Dingen einen Posten zu haben, einen Puffer zu haben für wirklich wahre Altersvorsorge. Das ist absolut wichtig, dass man das hinbekommen könnte. Aber ich sage nochmal, es kommt von der FDP. Ich sehe nicht, dass die SPD es mit umsetzt, überhaupt nicht. Obwohl es ja andere sozialdemokratisch regierte Länder wie Schweden vorgemacht haben, die ja durchaus auch diese Aktienvorsorge für die Altersvermögensbildung absolut und gerne haben. Schauen wir mal auf die Finanzprodukte, um die es da geht. Also da geht es um Investmentfonds, ETFs bis Risikoklasse 5, Anleihen, Aktien, die an einer deutschen oder europäischen Börse gelistet sind. Ausgeschlossen sind hingegen Derivate, Unternehmensanleihen und zum Beispiel Kryptos. Haben Anleger damit aber trotzdem noch eine gute Auswahl? Ja, aber Anleihen, ich sehe das kaum noch mehr Zinspapiere. Ich bin kein Freund von Zinspapieren, weil da Inflation wenig übrig bleibt. Außerdem, die Deutschen haben ja ihre Zinspapiere, ihre Geldmarktberge. Nichts, kein Stück Zinsen sollte da reinkommen. Genauso bin ich kein Freund davon, dass kapitalgeschützte Produkte aufgenommen werden. Das bringt doch nichts. Das ist doch Pillepalle auf Deutsch gesagt. Ja? Wir brauchen Produkte, die eine nachhaltige Rendite machen. Das sind die Aktien, definitiv. Von daher sind ETFs, Fonds natürlich auf Aktien vor allen Dingen geeignet, hier diesen Burner, diesen Booster zu bringen. Aber bitte keine Zinspapiere, keine kapitalgeschützten Produkte. Das klingt ja so nach Riester. Brauchen wir nicht. Wir brauchen wirklich plain vanilla. Aktien pur, weil es ja eben diese lange Phase gibt, um anzusparen. Und man wird definitiv vermögender sein, wenn man es mit Aktien macht. Bitte bloß die Finger weg von wieder solchen Behelfsprodukten. Sie haben es vorhin schon kurz erwähnt, verfügbar ist dieses angesparte Kapital dann mit dem 65. Lebensjahr. Ist das gut, wenn man wirklich dann das Geld nur für die Altersvorsorge hat oder schlecht für die, die öfter mal vielleicht im Notfällen mal an Rücklagen rangegangen sind? Was sind Notfälle, Definition? Ich bin schon für eine strikte Handhabung. Man muss ja im Grunde genommen sehr langfristig, über Jahrzehnte möglicherweise ansparen. Und wenn man sagt, hat man jetzt eine Notlage, ist das schwierig. Natürlich Arbeitslosigkeit, auch schwere Krankheit, da müssen wir natürlich drüber reden. Aber es muss schon klar sein, das Geld, das dann jeden Monat angespart wird mit den Zulagen, das ist dann auch jetzt mal geistig weg. Genauso weg wie Versicherungsprämien, Strom- oder Gasrechnungen. Einfach um diese lange Phase des Ansparens, Geld arbeiten zu lassen. Das Geld ist kein Part-Time-Lover, sage ich mal. Es muss eben eine lange Liebesbeziehung sein bis 65, um wirklich auch diese Rendite zu haben.
Im Todesfall können diese Wertpapiere dann auch auf ein Altersvorsorgedepot der Erben übertragen werden. Das ist schon was Positives. Ja, definitiv. Man angespart und dann hätte man das Risiko, dass man leider verstirbt. Das Geld futsch. Es sollte schon eben dann auch vererbt werden können. Ja, also grundsätzlich ist, nochmal, ich sage das, ist dieser Vorschlag schon sehr sinnvoll. Man kann auch über ein paar Änderungen reden. Wie gesagt, diese Kapitalschutzprodukte, die brauchen wir nicht. Anleihen brauchen wir auch nicht. Aber ja, umgesetzt werden muss es halt, wie gesagt. Steuerlich ist auch so eine Frage, erst beim Ansparen absetzbar, aber dann später wie bei der, also bei einer Rentenauszahlung dann steuerpflichtig. Nimmt man dann den Anleger und gerade dann den Rentner nicht dann letztendlich doch das Geld aus der Tasche? Ja, man nimmt quasi das wieder weg, was der Staat an Zuzahlung gibt. Aber man kann es positiv sehen, die Zuzahlung ist ja quasi das, was mit angespart wird. Ja, also dass man sagt, die Rendite bleibt dann eigentlich möglichst erhalten, ja, wenn man eben die staatlichen Zuschüsse eben auch mit berücksichtigt, das wäre ja schon mal was, dass man nicht also jetzt nur dann regelmäßig jedes Jahr besteuert, so es am Ende, damit also wirklich auch bruttomäßig angespart werden kann. Natürlich gäbe es noch eine bessere Möglichkeit. Mein Favorit bleibt natürlich, dass man sagt, wir nehmen aus dem Steuerbruttoteile raus, die dann steuerfrei angespart werden, die auch später bei Verzehr steuerfrei bleiben. Das wäre natürlich noch besser, aber ich glaube, der Staat braucht ja bei den Aktien gegenüber feindlich eingestimmten Deutschen irgendwo diese Prämie und die Prämie muss bezahlt werden des Staates, das ist klar. Ich glaube, wir haben noch viel zu besprechen in der Hinsicht. Wenn demnächst das Generationenkapital kommt, sehen wir uns ja auch wieder. Dankeschön für heute, Robert Halber von der Baader Bank. Bitte sehr. Und danke an Sie und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute, bis bald. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann abonnieren Sie doch jetzt auch den Kanal.